Und willkommen zurück im River Valley. Hier müssen wir nach Maral Rochou. Könnten wir jetzt entweder per Schnellreise hin oder wir krallen uns nebenbei vielleicht noch ein, zwei Schiffchen. Ich bin ja eigentlich immer für feindliche Schiffe krallen, immer zu haben. Obwohl es hier im River Valley echt manchmal ja, alles andere als einfach ist. So, was haben die denn? 5 Metall? Ja, nee. Ja, sorry, da müsst ihr echt mehr Metall dabei haben. Dann wärt ihr vielleicht eine ja, lohnende Beute. Oh, ja, bevor ich da gleich an Land gehe, sollte ich mich vielleicht auch noch einmal mich um meine guten Schiffe kümmern. Vorne sehe ich noch irgendwo Wohlstand. Wo ist denn hier noch ein Wohlstand, den wir nicht eingesetzt haben? Ach, da hinten. Ah ja, Sturmböen sind jetzt auch nicht so wild. So, dann geht es nach hier. Da wird dann gleich angelegt. So, und dann docken wir doch mal hier an. Ich habe manchmal echt das Gefühl, die verfolgen mich. Ich tue euch doch gerade gar nichts. Menno. Dann holen wir uns doch nochmal eben fix unser ganzes verdientes Gold. Und kümmern uns vielleicht auch nochmal einmal um unsere Flotte. Da haben wir jetzt schon länger nicht mehr nachgeguckt. Ja. Ah, und die ist so 6500 Pfund hat sie mitgebracht. Und wenn ich das richtig sehe, ja, wir haben hier den zweiten Block freigeschaltet. Das heißt, wir könnten wieder neue Sachen entdecken. Tja, eine hundertprozentige Chance, das finde ich gut. Oh, die Gegner haben eine Fregatte. Feuerpass. Feuerpass. Ah, da haben wir noch ein Feuerpass. So. Dann kann ich mich jetzt voll und ganz auf die Fregatte konzentrieren. Die habe ich natürlich noch nicht. Habe ich bisher noch nicht als Gegner gehabt. Hm. Hat aber auch ganz gut geklappt, würde ich sagen. Route ist immer noch riskant, dann sichern wir die natürlich nochmal. Okay, gut. Ja, Schlacht beginnen. Und wir überspringen sie direkt hier. Und die Route ist sicher. So, bevor ich jetzt weitermache, geht es einmal zur Flotte. Genau, hier. Schiff reparieren. Ja. Achso, das ist. Oh, hab sogar nur einen. Lediertes Schiff. Dann geht's jetzt aber nach Havanna. Wieso? Ach, weil ich nur auf der Weltkarte bin und nicht in der Mission. Ja, Missionen wählen. Ah, riskant. Ja, super, ist gleich schon wieder riskant geworden. Ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, einer der Unterschiede zu Black Flag, da konnte man, glaube ich, wirklich, wenn man die einmal freigeschaltet hat, solange man im Bildschirm war, blieben die Strecken sicher. 25. Schicken wir doch die Batsche ein.
Wie lange braucht die Batscha? Eine Viertelstunde, ja. Und die anderen sind eigentlich gerade für uns ziemlich egal, um es mal eben so zu sagen. Ja, dann gehen wir hier doch an Land und beginnen die nächste Mission, damit nicht wieder... Oh. Ach, Schiff rufen. Okay. Ja, das brauchen wir gerade nicht. Ja, nicht so wirklich, ne. Ehre und Treue, die neue Mission. Ein gern gesehener Gast. Jack? Das freut mich. Colonel Monroe hat sich General Montcalm ergeben. Die Franzosen haben mit den Abenaki Fort Henry eingenommen. Johnson sollte eigentlich Verstärkung heranschaffen. Ich sehe sonst niemanden. Die Abenaki sind unruhig. Sie kennen den Begriff ergeben nicht und wollen Montcalm nicht gehorchen. Der Colonel ist am frühen Morgen abgerückt. Sie laufen in eine Falle. Wartet hier, falls Johnson kommt, ich schütze den Colonel. Danke. Vielleicht kann ich endlich meine Schuld bei ihm begleichen. Komme ich zu spät? Ja. Wieso habe ich dann auch das Gewehr auf einmal draußen? Das ist eine gute Frage. Okay, also ich muss mich da jetzt erstmal wohl scheinbar irgendwo anschleichen und unentdeckt bleiben. Und dann sehen wir weiter. Komme ich denk, zu spät? Die Idee hier oben lang zu gehen war gar nicht mal so schlecht. Ich werde vielleicht diesmal einfach nur, bevor ich nach da hinten gehe. Nein! Nee. Du darfst. So, ja, jetzt gehen wir mal eben wieder schnell hoch. So, unser Ziel ist es nämlich im... Nee. Noch einen habe ich hier ehrlich gesagt echt nicht erwartet. Sehr gut, Männer. So, und den letzten. Master Cormac. Sir, beeilt euch. Bringen wir die überlebenden Männer auf die Morrigan. Ein willkommenes Angebot, Captain Cormac. Folgt mir. Sicheres Geleit voraus. Ich nehme erstmal meine Schwerter und Dolche. Darf ich fragen, was sich in Fort William Henry zugetragen hat? Schlechte Planung und noch weniger Glück, fürchte ich. Montcalm konnte uns tagelang bombardieren. Froschfresser. Gemach. Er handelte sehr ehrenhaft. Bei den Unterhandlungen machte er uns ein überaus großzügiges Angebot. Wir durften unsere Waffen und sogar unsere Farm behalten. Nur um in eine Falle zu tappen. Es war nicht zu erwarten, dass uns ein Franzose verteidigt, oder? Nein, sicher nicht. Ihr habt erneut eure Treue zu den Templern bewiesen, Master Cormac. Euer Leben für mich riskiert. Wir sind noch nicht in Sicherheit, Colonel. Was die Treue betrifft... Nun, ich bin euch etwas schuldig, nicht wahr? Ihr habt mein Leben gerettet.
gab mir eine zweite Chance. Wir arbeiten seit nunmehr einem Jahr zusammen. In dieser Zeit habt ihr uns viele gute Dienste erwiesen. Was auch immer ihr mir zu Schulden glaubt, ist getilgt. Meint ihr nicht auch? Vielleicht. Du lebst? Angriff! In Deckung! Okay, was müssen wir denn jetzt machen? Zusammen, Männer! Ich schalte so viele wie möglich aus. Gut, Colonel. Haltet eure Männer in Bewegung. Ich übernehme die Vorhut und warne bei Gefahr. Eine vernünftige Strategie. Also gut, wir werden langsam voranschreiten. Ja, das finde ich gut. Und wir dürfen uns wahrscheinlich dem nächsten Assassinen stellen. Kommen wir hier hoch? Ja, wunderbar. So, ne, dann will ich doch mal eben kurz gucken. Der liegt schon mal woanders. Schnell! Kisigowas, wir lässt nicht locker. Kisigowas, ihr kennt den Mann, Master Cormac. Hi, Colonel. Er gehört zu Achillesmännern. Ein Assassine. So wie ich einst. Sie wissen, dass ich ein Templer bin. Und jetzt weiß der Assassine, dass ihr lebt. Und dass ich den Templern helfe. Ich bin kein Narr, Colonel. Die Assassinen werden mich jagen. Wir beide sind jetzt Ziele. Ihr wisst, das ist eine Falle, stimmt's? In der Tat, Master Cormac. Aber wir haben keine Wahl.
Die Franzosen haben wir überlebt. Das schaffen wir auch. So, und dann heißt es doch einfach mal im Laufen. Es hat ja scheinbar gereicht, die Jungs da abzulenken. Durch meine sehr heldenhafte Tat. Hauen wir von hier ab. Bewegung! Bewegung! Ihr habt mich gerettet, Master Cormac. Jo, das habe ich. Es gibt viel zu bereden. Doch ich muss zu meinen Soldaten. Sir, ich begleite euch zu Johnsons Handelsposten bei Onaquagga. Dann breche ich sofort auf. Master Cormac, kommt dorthin. Ja, unbeschadet bleiben, nicht entdecken lassen. Ja, Pille-Palle. Das ist ja was für Anfänger. So, wo sollen wir hin? Mal eben gucken. Oh, nach da ganz hinten. Da müssten wir entweder da vorbei. Im Bandenhauptquartier Stufe 3. In einem Sperrgebiet, wohlgemerkt. Ist jetzt nicht unbedingt so verlockend. Oder am Fort Soleil vorbei. Okay, da fehlt uns scheinbar noch einiges. Haben wir da. Dann segeln wir doch sonst erstmal nach da. Nach Old Gross. Was auch immer. Nicht unbedingt, wie gesagt, durch Sperrgebiet. Das muss ja nicht gleich sein. Könnte wertvoll sein. Ich fahre rechts an dir vorbei. Du fährst links an mir vorbei, okay? Alles gut. Ich habe euch doch nichts getan. Ah, was gibt's denn hier? Ein paar Steine gibt's umsonst. Wie nett. Oh. Ja, da scheint ja doch alles recht verteilt zu sein. Ah, wir könnten so uns auch dem Colonel nähern, indem wir einfach hier über den Aussichtspunkt und dann durchlaufen. Das ist vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Zwei Renovierungen gibt's ja. Was wahrscheinlich nicht hier, sondern hier unten, vermute ich mal. Und wie weit ist es denn zum 300 Meter? Okay, gut. Truthahn kann man nicht jagen. Ciao. Ein kleiner Sprint. Stellt euch der Herausforderung. Nee, gerade nicht. Oh, und es ist natürlich ein Sperrgebiet. Und nebenbei war es gerade eine Seenkampagne erfolgreich. Das freut uns. Und was haben wir? Eine
Templerkarte. Auch wieder was im River Valley. Okay, da oben müssen wir hin. Das klingt doch ganz machbar. Achso, oh. Naja, aber die sind dann ja unter uns, die bösen Jungs. Ja, den Mann rette ich gleich auch noch. Fallen lassen. Und hier einen unbescholtenen Bürger retten. Upsa. Oh. Das war keine Absicht. Ja, vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Oh, ja, wie nett. Erst retten, dann runterstoßen. Das war wirklich keine Absicht in dem Fall. Ja, wir könnten jetzt hier weiter durch den Wald gehen. Oder ich sehe halt, die Zeit für diese Episode neigt sich dann doch recht schnell sogar dem Ende. Oh, dann ist da auch wieder der Grauwolf gewesen. Ich würde sonst vielleicht doch einfach mal eben... eine Schnellreise an einen bekannten Ort machen. Damit ich nochmal eben schnell meine Schiffchen losschicken kann, bevor es dann weitergeht. Gab es noch Gold? Nö. Bei den Schiffen. Lässt sich überhaupt mein Schiff... Kann ich irgendwas Praktisches momentan aufrüsten? 222. Morrigan-Verbesserung. 350. Ja, das wäre schon echt was, was gar nicht mal so schlecht wäre. Ich fände es sogar wichtiger als die Breitseitenkanonen. Wir können uns das mittlerweile alles leisten. Das ist aber auch, finde ich, eine gute Wahl. Bessere Rundkugeln. Ich denke, als nächstes sollten wir uns nochmal um die Schiffspanzerung kümmern. So, die Seekampagne. 510. Entschuldigung, ich dachte 1000. Und wir haben eine weitere Geschichte und wir haben einen neuen Ort freigeschaltet. Cary Fergus. Dann würde ich sagen... bevor es nach Cary Fergus gleich geht, reparieren wir eben unsere Schiffe. Und starten die Schlacht. Und ein Fass nehmen wir mit. Oh, zumindest haben sie keine Brick mehr. Wunderbar. 84 Pfund, 30 Waffen, ein Fass und müssen die Route gleich nochmal sichern. Ups, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich A drücken, um den Kampf zu überspringen. Naja, so geht's dann auch. Die Route ist gesichert und dann gucken wir doch mal, was wir da hinschicken. Die Hook. Dann dürfen wir hier auch gleich wieder mehr freigeschaltet haben. Ich gucke gerade mal, gibt es überhaupt irgendwas? Ah, hier könnten wir nochmal gut Knete nebenbei machen.
nach Lavre. Und was haben wir noch? Brest, nicht genug Rohstoffe. Havanna ist jetzt nicht so gut. So, ja, dann denke ich mal, sind wir jetzt hier aber auch am Ende angekommen der Episode. Ich bedanke mich für euer Interesse. Die war wirklich schon wieder ein bisschen länger und sage bis zum nächsten Mal.